Endlich ist es wieder soweit. Flagge zeigen ist angesagt. Ganz Deutschland steht Kopf. Schwarz-Rot-Gold, ein absolutes Muss für jeden Fan. Weg mit den üblichen Fanartikeln. Wir haben für euch die neuesten Trends getestet. Turnerin Leslie hat sich für uns in den Deutschland-Morphsuit gezwängt. Für 40 Euro könnte dieser euch gehören. Also, es geht nicht zu. Oh, und es ist super eng. Wer bei Grillpartys im Ganzkörperanzug auftaucht, muss sich schon beim Essen helfen lassen, um nicht zu verhungern. Da geht einem schon mal die Puste aus. Azubi Maike macht für 20 Euro aus ihrem Auto das perfekte Fanmobil. Also mit den Felgen war nicht so einfach, um ehrlich zu sein. Ich musste jemanden zu Hilfe ziehen, um das da überhaupt abzubekommen. Das dann draufziehen ist ziemlich leicht und dann wieder ranmachen geht dann auch, wenn man sie dann erstmal abhat. Die Überzieher für die Spiegelwand total einfach raufzumachen, das hat man innerhalb von einer Sekunde. Und dieses Magnetteil ist auch total einfach drauf. Das kann man jederzeit wieder ab und wieder raufmachen, das ist total einfach. Schau mir in die Augen, Kleines. Den etwas anderen Durchblick hat Studentin Easy. Mit den Fußballkontaktlinsen für 9,90 Euro zieht sie alle Blicke auf sich. Gut, also aufgehen sie schon mal nicht. Als Frau, vielleicht wenn ein Junge das macht und das werden wir mal ausprobieren. Aber so ist es schon mal nicht so tauglich. Also nach einigem Aufwand haben wir es jetzt doch aufgekriegt. Das ist ziemlich schwierig gewesen, man muss das oben wegschneiden und wir haben uns fast verletzt damit, aber jetzt haben wir sie auf. Aber wie kommen unsere Fanartikel-Trends auf der Straße an? Ein Ganzkörperanzug, ja, brauche ich jetzt nicht, würde ich nicht anziehen, aber wahre Fans finde ich gut. Ich finde das eher erschreckend und irgendwie, mich macht das eher Angst. Also wenn mir jemand so im Dunkeln begegnen würde, also ich würde schon das Laufen kriegen. Ganz weltmeisterlich. Wir sind ziemlich freaky, ziemlich abgespaced, aber ja, wieso nicht, ne? Ich weiß nicht, wie man damit sieht, aber ich finde das schon irgendwie, die finde ich witzig. Die Außenspiegel habe ich selber, die fahren auch und die Magneten auch. Was ich sehr geil finde, sind die Radkappen. Die würde ich auch gerne kaufen, ehrlich gesagt. Also so eine Radkappen würde ich schon nehmen. Trägt sich ganz in Ordnung, also es brennt ein bisschen jetzt noch, man muss sich wahrscheinlich erst dran gewöhnen, aber also ich glaube ein ganzes Spiel würde ich damit jetzt nicht durchhalten. Aber ansonsten fällt man natürlich auf jeden Fall auf. Also die Radkappen haben jetzt 11 Euro gekostet, finde ich eigentlich schon in Ordnung. Sind jetzt zwar ein bisschen dreckig geworden, aber man kann sie ja jederzeit wieder waschen. Vor allem kann man sie ja alle 2 Jahre dann wieder benutzen. Von daher finde ich das eigentlich ganz okay. Also das Reden fällt ziemlich schwer. Ist okay. Ich würde sie jetzt nicht jeden Tag anziehen, aber ich denke mal, wenn ich irgendwo zum Fußballgucken hingehe, dann werde ich auf jeden Fall sowas anziehen. So ist es angenehmer zu tragen, aber auch, dass man halt die Hände nicht frei hat und wenn man dann die Arme ganz runterzieht, dann ist man halt nackt. Das ist ja auch nicht so super. Und für die Temperaturen auf jeden Fall auch zu heiß. Verlierer gibt es bei uns nicht. Die Fußballkontaktlinsen belegen mit 2 von 3 Punkten den 2. Platz. Punktgleich auf Platz 2 landet der Morphsuit in Deutschlandfarben. Damit hat das schwarz-rot-goldene Fanmobil mit 3 von 3 Punkten am besten in unserem Test abgeschnitten. Aber egal ob Hut, Fähnchen oder Radsocken, das wichtigste Utensil beim Fußballgucken ist und bleibt der beste Freund.